Sich für eine Party vorzubereiten ist sehr wichtig. Und man sollte immer wie eine Blume duften. Ach, Mann, regnet's hier drin? Und zu guter Letzt dieses fantastische Fixierpuder. Boah, Mann, was ist denn das für ein Zeug? Wie viel Puder brauchst du denn, Katie? Hä? Die 100-Schichten-Challenge? Jetzt wird's ziemlich verrückt. Menno, wir sehen voll öde aus. Das nervt. Wow, hey, was ist denn da passiert? Ah, das ist so bunt, genau in meinem Gesicht. Ah, das wird immer mehr. Diesmal ist es blau. Oh, was war das denn? Das war voll cool. Jetzt sind wir beide in Farbe eingetaucht. Ich hätte gerne lange Nägel. Die sollen endlich länger werden. Oh, ich hab's. Der Make-up-Pinsel kommt genau richtig. Entferne ein paar Borsten des Pinsels. Dann legst du sie auf deine Fingernägel. Benutze durchsichtigen Nagellack, um sie zu formen. File und poliere sie. Nun benutzt du nochmal Nagellack. Wow, die sind wunderschön. Das war echt ein gutes Spiel. Das war doch voll anstrengend. Die Gegner waren echt gut, aber wir waren besser. Absolut. Hast du meinen Schuss gesehen? Was machst du? Ich krieg die Haargummis nicht raus. Au, ich habe mir Haare ausgerissen. Das wird richtig wehtun. Wow, nicht so schnell. Probier's mal mit Kokosöl. Das wird dir helfen, versprochen. Lass mich mal. Ich tröpfle etwas Kokosöl auf das Band. Und ziehe es vorsichtig ab. Das Band rutscht problemlos ab und meine Haare riechen nach Kokosnuss. Fast so wie eine Haarspülung. Oh, beinahe vergessen. Okay, ich bin dann mal weg. Bye. Bye, Sophia. Wow. Oh, oh, das tat bestimmt weh. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Schon gut, ich bleib hier nur erstmal liegen. Autsch. Hätten Sie doch nur den Flug geschafft. Man, hoffentlich ist sie bereit zu gehen. Unser Date war heute? So eine Sauerei. Adam darf das auf keinen Fall sehen. Ich muss schnell durchputzen. Gleich fertig. Weg mit dem Staub. Was macht sie denn da drin? Ups. Zum Glück sehen meine Haare gut aus. Ich komme. Hey, Adam. Na, komm rein. Ich habe auf dich gewartet. Ja, willst du was trinken? Und reden? Oh, schon so spät. Ich sollte mal los. Ach, danke für deinen Besuch. Bis bald. Schöne Bude. Oh, das war stressig. Und zurück aufs Sofa. Bin wieder da. Dann wollen wir mal weiter bingen. Das ist echt das Beste. Ein Kuchen und eine Kerze. Das wird ihr bestimmt gefallen. Kaum zu glauben, dass ich das mache. Juhu, ein Geburtstagskuchen. Ich wünsche mir etwas. Happy Birthday, bla bla bla. Hurra. Woo. Es ist der Gedanke, der zählt. Okay, mein Part ist getan. Was man nicht alles tut. Lächerlich. Die Zeiten ändern sich wohl. Okay, mal sehen, was das ist. Scheint sauber zu sein. Irgendwas stimmt aber nicht. Ich sollte besser nachsehen. Mal sehen, was hier drin ist. Oh, ein Teddybär. Der ist aber süß. Das macht mich so wütend. Ist der für mich? Haben Sie mein Geschenk geöffnet? Wie gemein. Oh, so kuschelweich und süß. Endlich habe ich einen Freund. Was ist das? Die gehört mir nicht. Wow, du hast tolle Wimpern. Moment mal. Ein toller Geburtstag. Oh, das fühlt sich so gut an. Nun das andere Auge. Was für ein Unterschied. Oh, Mann, das klingt gut. Hey, schau dir das an.
Wuhu! Yeah! Oh, wo hast du die denn her? Die sehen genau wie seine aus. Och. Warte, ich habe eine Idee. Tada! Oh, okay. Ob Ava genug Platz für alle hat? Wow. Puh. Wie wäre es mit dem hier? Aha. Und? Fangen wir mit dem Gesicht an? Ach, wie mutig. Aber schau, wie süß die Tattoos sind. Hallo. Na schön. Mit Vollgas weiter, Leute. Hey, wir sind fast am Ziel. Und jetzt zu den letzten. Hey Mädels. Hä? Ich komme später wieder. Egal. Okay, wir sind auf der Zielgeraden. Oh, wie süß. Wow, also irgendwie gefällt mir das. Aber warum den Spaß denn nur auf meinem Gesicht? Die letzten drei. Okay, das war's. Puh. Oh Mann, das war echt anstrengend. Aber dafür sehe ich jetzt aus wie ein echter Rockstar. Gefällt dir das? Aha. Hey! Muah. Ah. Mann, du bist verrückt, Kate. Ach. Oh. Süß. Alles klar bei dir, Kelly? Ja, ich mach mal einen Schnappschuss. Hey, wieso sieht das so perfekt aus? Moment mal. Genau nach dieser Hässlichkeit habe ich gesucht. Hab es? Mal sehen. Oh Mann, die ist einfach zu fotogen. Obwohl sie in Wirklichkeit total lächerlich aussieht. Das muss es jetzt aber sein. Nee, immer noch wunderschön. 100 Schichten Make-up kommen aufs Gesicht. Lage Nummer 1, bitte. Ja, alle Poren werden bedeckt. Ich hoffe, das Zeug ist nicht zu teuer. Ja, du wirst definitiv mehr davon kaufen müssen. Zeit für die Lippen. Ja, jetzt kann man wirklich die dicke Schicht sehen. Und es fehlen noch unzählige Schichten. Oh, mein Gesicht wird ganz unbeweglich. Oh, das war's. Ich mal's direkt auf. Ich fühle mich immer mehr wie ein Clown. Und je mehr ich mich bewege, desto müder fühle ich mich. Oh, das fühlt sich echt falsch an. Oh, nur noch 20 Schichten fehlen. Oh, wird das jemals enden? Ich kann meine Haut gar nicht mehr spüren. Jo, das bricht ja schon. Julie? Wow. Ja, sieht so aus, als hättest du eine zweite Schicht Haut erzeugt. Sag Cheese für alle unsere Follower. Was? Mensch, hast du magische Fotokräfte oder was? Gina, schau dir mein Outfit an. Süß, oder? Ja, mega hübsch. Naja, jedenfalls habe ich total Hunger. Also, hast du neuen Gossip? Ja. Oh mein Gott, schau dir diese Tasche an. Und die hier. Oh nein, mein Rock. Voller Teeflecken. Wie kannst du nur so schusselig sein? Sorry, lass mich dir helfen. Ich bin heute echt ein Schussel. Hier? Was? Na toll, danke. Warte mal. Ich hab eine Idee. Was? Gib mir deinen Rock. Okay, wenn du drauf bestehst. Schau zu und lerne. Gib ihn in eine Schüssel mit Teebeuteln. Gieße dann heißes Wasser rein. Siehst du, wie die Beutel Farbe abgeben? Versichere dich, dass er komplett eingetaucht ist. Und lass ihn einen Tag stehen. Dann hast du einen neuen Rock.
Wie findest du ihn? Hier. Der sieht noch besser aus als vorher. Hm? Wow, was für eine Schönheit. Ich probiere mein Glück. Wow! Oh nein! Ja, du schmeckst so gut, Wassermelone. Oh, ich bin müde. Hi, kleiner Bruder. Hey, ich spiele mit... Was? Warum schreist du denn so? Oh nein, 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 mein Gesicht, das ist ja furchtbar. Oh, mein Spiegel. Hilfe, ein Monster, nimm das. Oh, was hast du wieder angerichtet? Du bist unmöglich. Sorry, aber du hast mich erschreckt. Ich lauf lieber weg. Echt jetzt? Soll ich jetzt etwa für ihn aufräumen? Typisch. So habe ich mir den heutigen Morgen wirklich nicht vorgestellt. Oh. Aber Moment mal. Das ist eine Aloe. Die hilft mir bestimmt bei meinen Hautproblemen. Schneide einfach das Aloe Vera Blatt auf. Und nimm das Aloe Gel heraus. Das gibst du in den Mixer. Und dann ist Zeit zu mixen. Sieh nur, wie klebrig und schmierig das ist. Und schaumig ist es auch. Okay, das ist erstmal genug. Das kommt jetzt in eine Schüssel. Die Maske hier kommt nun in die Aloe-Mischung. Einmal kurz umrühren und fertig. So, und nun ist die Maske bereit zum Einsatz. Die Maske kommt aufs Gesicht. Oh, sehr schön. Es dauert auch nicht lange, bis es wirkt. Hi, bin wieder da. Bist du noch ein Monster? Oh mein Gott, er ist manchmal so ein Vollpfosten. Aber hey, meine Haut fühlt sich wieder sehr weich an. Und die Maske gebe ich nun einfach auf sein Gesicht. Schnell weg hier. Ich liebe Malen. Es ist so entspannend und schön. Und nun benutze ich Hellrosa. Die ist sehr schön. Ich habe eine Nachricht bekommen. Mal sehen. Eine Regenbogenparty? Das wird super, ich freue mich. Okay, zuerst muss ich das passende Outfit finden. Ups, Pinsel. Also dann, Kleiderschrank, was hast du zu bieten? Oh, das ist nicht gut. Die Farbe steht mir nicht. Oh Mann, was ziehe ich denn für die Party an? Ich habe nichts mit Regenbogen. Oh Moment, meine Farben, das wird kunterbunt. Die Farben werden mich retten, das ist voll genial. Also dann, Zeit für Regenbogenfeeling. Ich nehme beide Farben gleichzeitig und mal damit auf meinem Augenlid. Und nun Zeit für einen Farbwechsel. Die kommen hier hin. Das sieht gut aus, aber es ist eine Regenbogenparty. Es muss also noch bunter sein. Für diesen Teil brauche ich einen noch größeren Pinsel. Okay, diese Farben landen auf dem Pinsel, der bereits zum Einsatz ist. Perfekt, auf die Lippen damit. Gut, im nächsten Schritt brauche ich grüne Mascara. Wie cool! Ich muss nur darauf achten, dass die Farbe auf den Wimpern landet. Ich hab's! Es fehlt noch Augenbrauenfarbe. Wie wär's mit Orange? Und so kommen die Augenbrauen auch in Form. Das sieht richtig gut aus. Fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Fertig! Und jetzt noch ein bisschen mehr. Oh my gosh, die blauen Sommersprossen sind voll putzig. Ich wünschte, ich hätte immer blaue Sommersprossen. Okay, und nun bin ich fertig mit dem Regenbogen-Make-up. Hä? Was ist das? So viele Lichter! Wow, das ist die Regenbogenparty. Hier geht's richtig ab. Wow, dein Make-up ist voll schön. Hast du das selber gemacht? Das ist so lustig. Die Regenbogenparty war echt eine gute Idee. Oh, mein Lebenswerk ist beinahe fertig. Ich muss nur noch die Flüssigkeiten vermischen. Ich liebe es, Papa mit auf seine Arbeit zu begleiten. Er ist so lustig. Das sieht aus wie Papa. Wobei, die Haare müssen noch verrückter aussehen. Jetzt kommt der knifflige Teil. Jetzt geht es um alles oder nichts. Es ist fast fertig. Oh nein! Mein Stift ist abgebrochen. Papi! Jetzt nicht. Ich versuche, ein verrückter Wissenschaftler zu sein. Oh, was ist mit deinem Stift passiert? Ich habe da eine Idee. Die Glühbirne ist echt gut platziert. Die Wissenschaft regelt das. Das wird mein bestes Experiment bisher. Es ist vollbracht. Au! Mann, ist das heiß! Das ist ein Fall für die Roboterhand. Vorsichtig. Oh, das ist so spannend. Voll schön. Komm, wir machen einen Ausflug. Echt jetzt? Ich liebe dieses Teil. Bereit, Liebling? Spring hindurch, na los. Wo sind wir hier? Sieh dir all die Pferde an. Ah, was sind das für Freaks?
Hilfe! Aha, genau, was ich brauche. Ich schnapp es mir und verschwinde. Lass uns die Fliege machen. Oh, das nehme ich mit. Geschafft. Ich liebe unsere gemeinsamen Ausflüge. Okay, ran an die Arbeit. Reich mir die Stiftmine. Perfekt. Die Stiftmine lege ich in diese Plastikform. Dann gieße ich das Alien-Epoxidharz darüber. Die Stiftmine soll komplett damit bedeckt sein. Nun kommen Glitzersteine hinzu. Das Ganze muss jetzt trocknen. Anschließend nehme ich es aus der Form. Der perfekte Stift. Das ist der beste Stift der Welt. Jetzt kann ich mein Bild fertig malen. Das sieht wie echt aus. Hoffentlich funktioniert das auch. Juhu! Oh, ich muss mich zusammenreißen. Hi, ich bin ein Besucher. Okay, kennst du schon die Regeln? Make-up verboten. Ja, ich weiß. Hm, was ist das? Sag es mir! Das ist nur Eis. Oh, sieht echt lecker aus. Darf ich eins haben? Aber selbstverständlich. Hier, danke. Sowas fand gut. Willst du alle haben? Darf ich Annie ein Eis bringen? Ja, hör auf zu nerven. Yes! Hi! Sieh mal, was ich hier habe. Ein Eis! Mm. Nein! Nicht! Sieh mal hinein! Wow! Nagellack! Das ist besser als ein Eis. Ich helfe, wo ich kann. Wow, die Farbe ist toll und steht mir echt gut. Hilfe, so helft mir noch. Oh nein, eine Sackgasse. Was mache ich jetzt? Wie eine Maus in der Mäusefalle. Bitte nicht. Nimm alles außer die Handtasche meiner Mom. Mir doch egal. Gib mir die Handtasche. Stopp, warte mal kurz. Okay, weiter. Nein, meine Handtasche. Hilfe, zu Hilfe. Was glaubst du eigentlich, was du da gerade machst? Wer bist du denn? Bist du etwa schwanger? Oh mein Gott, wie niedlich. Hallo, kleines Baby. Bist du da drin in Sicherheit? Kleines, süßes Bäuchlein. Babys sind so süß. Ah, meine Hand. Das ist viel zu heiß. Lektion gelernt. Alles in Ordnung, Miss? Ein erfolgreicher Tag für super schwanger. Hm, so hungrig. Mikrowelle geht nicht auf. Wütend. So wütend. So hungrig. Unfair. Mikrowelle geht einfach nicht auf. Was ist denn hier los? Oh, hi, Superschwanger. Lange nicht gesehen. Ich stehe hier schon länger und habe alles gesehen. Hey, Babybauch kann Essen aufwärmen. Essen wird voll gut schmecken. Danke. Schon gut, das ist mein Job. Bin das schon gewohnt. Endlich kann ich mich etwas ausruhen. So gut. In der Sonne sitzen fühlt sich schön warm an. Der Eiskönig ist wieder da. Das war's mit den heißen Tagen. Ich würde eine neue Eiszeit einläuten und die Erde in Eis hüllen. Los, ihr Schneeflocken. Lasst Gletscher wachsen und lasst Mammuts wieder auferstehen. Das war's mit der Entspannung. Nope, der gefällt mir nicht. Kein bisschen. So ein Ärgernis. Yes, Schneeberge, Eiszapfen und eisige Kälte. Entschuldigung, Eiskönig? Wer ist da? Ah, ein Herausforderer. Gefällt dir mein Schneegestöber? Läuft es dir kalt den Rücken hinunter? Hm, welche kühle Erfrischung. Sonne und warme Temperaturen sind eher mein Ding. Die Party ist mega. Oh, ist der süß. Hey, coole Tanzmoves. Oh mein Gott. Sein Ernst, was hat die, was ich nicht habe? Sollte ich meine Haare mehr schütteln? Du tanzt richtig gut. Wieso funktioniert das nicht? Oh, das ist unfair. Ich kann nichts dafür, dass meine Haare nicht länger sind. Alles in Ordnung? Was ist los? Ich hätte gern so lange Haare wie du. Das hier, das liegt nur an der Frisur. Ich helfe dir. Zuerst kommt der Haargummi weg. Das obere Haar kommt in einen Zopf. Und hier oben ein kleines Pferdeschwänzchen. Dann ziehen wir die Seiten nach oben. Mit einem anderen Haargummi binden wir die Haare fest.
sitzt, wackelt und hat Luft. Dieser Look steht dir super. Und was sagst du? Wow, sind das wirklich meine Haare? Vielen Dank, du bist die Beste. Na los, lass uns tanzen. Hey, du bist ja zurück. Wow, das ist ja eine tolle Nacht. Schüttel dein Haar, Mädel. Wuhu! Mädels, seid bitte vorsichtig. Gibt's was Besseres als eine frische Maniküre? Oh, das ist ein bisschen schwierig. Ich will sie ja nicht direkt ruinieren. Komm schon. Ach, oh, ich wusste nicht, dass Nägel sich biegen können. Kylie? Was brauchst du denn schon wieder, Julie? Kommst du mal bitte, bitte? Ich wollte ein Nickerchen machen. Hier damit. Wow. Mann, du hast es zu sehr geschüttelt. Danke. Oh, das zahle ich dir heim. Und zwar 100-fach. Na, mach ein bisschen Platz, denn wir werden die gigantische Maniküre machen. Hier sind genau 100 drin. Und zwar von jeder Farbe. Denkst du, du kannst die alle auftragen? Na, ich werde es versuchen. Du wirst ganz schön viel davon brauchen. Lass die unglaubliche Maniküre beginnen. Oh, die sind echt schwer zu greifen. Lass mich mal. Ein Nagel ist fertig. Und noch ein paar fehlen. Ich hoffe, dass deine Finger damit klarkommen. Oh, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Bist du sicher, dass du weißt, was du da machst? Kylie, wie soll ich denn bitte meine Hand bewegen? Ich brauche Hilfe. Boah, das fühlt sich an wie 100 Pfund. Da haben wir es. Wie soll ich denn so leben? Und 50 fehlen noch. Du willst doch, dass deine Hände zusammenpassen, oder nicht? Fast geschafft. Immer weiter. Und fertig. Lass uns mal das Endergebnis sehen. Ja, das nenne ich eine 100-Schichten-Maniküre. Oh, all die Arbeit macht echt hungrig. Hey, ich habe auch Hunger. Kommt schon, hoch mit euch Händen. Julie, ich hatte kaum 2 Bissen. Voll verrückt, findest du nicht? Da fällt mir ein, yep, Kevin will mit mir auf eine Party gehen. Du musst ihm zusagen. Ich wünschte, er würde mich einladen. Ich würde so gerne mit ihm tanzen. Darf ich mitkommen? Nicht so. Oh, ich bin ja ungeschminkt. Keine Sorge, Ava. Ich habe einen Make-up-Vorrat. Zeit für dein Makeover. Ja, okay. Ich habe mein eigenes dabei. Tada! Das ist mein Pinsel. Nice, oder? Ja, interessant. Ich benutze auch gerne Pinsel. Contouring kann dein Gesicht verwandeln. Am Anfang sieht es zwar seltsam aus. Die Stirn ist fertig und nun der hellere Ton. Der Part ist wichtig. Sieht aus wie Gesichtsfarbe, oder? Und nun muss alles verblendet werden. Siehst du? Es hat funktioniert. Wow, das probiere ich auch mal. Unter die Wangenknochen, oder? Vorsichtig damit. Ja, unter den Augen. Nicht zu fest aufdrücken. Und nun verblenden. Ja. Wow. Du solltest noch etwas an deiner Technik feilen. Ich sehe toll aus. Wollen wir? Na dann mal los. Erinnerst du dich daran? Lass uns sehen, wie es weiterging. 100 Schichten, bitte. Ach, muss ich das tun? Eine Schicht kommt drauf. Ich hoffe nur, dass ich danach nicht wie ein Clown aussehe. Ach. Oh Mann, jetzt wird's verrückt. Ups, auf zu Lippenstift Nummer 2. Ach, ich verschwende all meine Lippenstifte.
Wow. Eek. Pass auf die Augen auf. Mein letzter Lippenstift. Oh. So müde. Mach weiter. Ah. Puh. Wow. Ja, was guckst du denn so? Oh Mann. Hey, du siehst aus wie ein M&M. Da kommt mir eine Idee. Sag Süßes. Ach, sei keine Spielverderberin, komm schon. Hey, was? Boah, ich sehe wirklich aus wie ein M&M. Neue Kleider sind einfach toll. Ein komplett anderes Lebensgefühl. Aber diese alten Teile können echt knifflig sein. Nein! Genau das habe ich gemeint. Und nun was? Zum Glück habe ich noch ein paar. Ich versuch's einfach nochmal. Langsam. Langsam. Gah! Nein! Verfolgt mich das Pech oder was? Was ist denn mit denen hier? Ding, ding. Wir haben einen Gewinner. Ah! Was ist denn los mit diesen Nägeln? Gah! Ich gebe auf. Was ist mit dem alten Teil hier? Verdammt. Oh. Auch ein Nein. Diese Löcher sind riesig. Gefällt mir hier. Konzentration. Einpacken und abhauen. Was gibt's hier sonst noch so? Frische Blumen? Perfekt für meine Perle. Schaut euch nur dieses hübsche Gesicht an. Meine. Die müssen hier echt reich sein. Oh, ich bin nicht allein. Warum weinst du denn? Meine Strumpfhosen reißen dauernd wegen meinen blöden Nägeln. Was? Ich habe hier ein perfektes Paar. Siehst du? Kannst du haben. Aber meine Finger. Trag einfach Handschuhe. Fang. Handschuhe? Natürlich. Danke. Hey, keine Laufmasche. Die werden super aussehen. Ich kann sie sogar ziehen, siehst du? Danke. Meine Beine sehen super aus. Dieser Einbrecher hat echt Ahnung. Weißt du was? Die hier sind fast so hübsch wie du. Ja, danke. Moment mal. Oh, ich sollte abhauen. Komm zurück, sofort. Das Wasser ist nun heiß genug für die Suppe. Ah, darauf habe ich mich den ganzen Tag gefreut. Das schmeckt auch echt gut und ist wohltuend. Mal sehen, was es in der Glotze so gibt. Ich schalte besser um. Hey, ihr da draußen. Heute zeige ich euch mein neues Zuhause. Kommt mit. Das ist mein Partyraum und hier spielt ein DJ rund um die Uhr. Ein DJ. Sieht funky aus. Hä? Oh, mein Fernseher spackt ab. Na los. Und das ist mein Büro mit meinem neuen PC und meinem Gaming-Lenkrad. Yep, ich bin die Beste. Wenn ich mich vom Stress erholen will, nehme ich ein Bad. Wow. Oh, heiß. Und wenn ich müde bin, decke ich mich einfach mit meinem Geld zu. Alter, ich sollte aufhören, das zu schauen, sonst werde ich noch neidisch. Ich sollte mich erstmal sauber machen. Ich wünschte, ich hätte solche Badebomben. Aber stattdessen muss ich nun diesen kratzigen Schwamm benutzen. Oh Mann, jetzt ist mir auch noch die Seife runtergefallen. Wo ist meine Seife? Da ist sie ja. Komm zurück. Diese bunten Badebomben gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Moment mal. Ich habe eine Idee. Okay, ich beginne mit einer leeren Schüssel und gebe Backpulver hinzu. Das gebe ich in die Schüssel. So viel sollte reichen. Fehlt nur noch etwas Zitronensäure. Und es kommt noch etwas Kokosöl hinzu. Das duftet. Nun vermische ich die Zutaten miteinander. Das Pulver wird etwas klumpig. Perfekt, ich habe eine große und viele kleine Schüsseln. Für die Farbe brauche ich Lebensmittelfarbe. Das wird richtig schön. Das vermischt sich gar nicht so einfach. Ich muss echt weiterrühren. Zeit für die Silikonform. Die Schüssel mit dem weißen Pulver habe ich glatt vergessen. Ab in die Form damit.
Ich gebe das Pulver mit einem Löffel in die Form hinzu. Okay, und nun will ich die Farben hinzufügen. Die bedecke ich dann noch mit mehr weißem Pulver. Sehr gut, die bunten Stücke werden nun bedeckt. Die Oberfläche bespritze ich mit etwas Antiseptikum, damit es zusammenhält. Soweit, so gut, und nun kann ich es aus der Form nehmen. Okay, ich kann es kaum erwarten, diese Badebomben zu benutzen. Meine Badebombe ist noch viel besser, weil ich sie selbst gemacht habe. Ab ins Wasser damit. Wie das blubbert und schäumt. Seht nur, da sind die ganzen Regenbogenfarben. All diese Farben machen mich so glücklich. Zum Glück habe ich die Suppe verschüttet. So ein toller Tag. Lipgloss ist drauf und das Outfit ist der Hammer. Das letzte kommt zum Schluss. So ist Eyeliner so schwer aufzutragen. Ich kann nicht. Elsa? Was? Oh, es gibt Eyeliner-Probleme. Ich helfe dir. Das ist im Handumdrehen erledigt. Hör auf, so viel zu blinzeln. Oh, das kitzelt. Elsa? Ich dachte, ich müsste niesen. Falscher Alarm. Okay. Oh je. Wieso muss ich plötzlich so viel niesen? Oh, hier stehen ja Blumen herum. Herrje! Oh, ich muss sofort meine Allergiemedizin nehmen. Dann hört das Niesen auch auf. Ich fühle mich schon besser. Schau mich gerade an, okay? Meine Hände zittern ein bisschen. Drehen. Oh! Und fertig! Das sieht toll aus. Oh, mein Handy klingelt. Ich habe Angst. Ah! Das muss ich sofort abschminken. Wo ist mein Make-up-Entferner? Hoffentlich hilft dir was. Okay. Puh. Endlich sehe ich wieder wie ich aus. Ich muss immer noch mein Make-up machen. Elsas Medizin. Die behalte ich. Ich brauche nur ein bisschen Plastik. Einen Tropfen Kleber. Und ein stumpfes Stäbchen. Nice. Das klebe ich nun hier hin. Warte, bis es trocken ist. Dann kannst du loslegen. Male mit dem Eyeliner darauf. Und bevor es trocknet, drückst du es an dein Auge. Wow, der perfekte Wing. Die restliche Linie schaffst du allein. Hallo, Hübsche. Heute sehe ich besonders gut aus. Wuhu. Ich freue mich so auf diesen Film. Stopp, erst kommt die Sicherheitskontrolle. Tada! Du kennst die Regeln. Kein Essen. Hab nichts dabei. Darf ich rein? Ich bin nicht überzeugt. Ich werde dich erst scannen. Alles okay bei dir? Okay, das ist seltsam. Sie hat mich ausgetrickst. Das war echt schlau von ihr. Es hat funktioniert. Jetzt kann ich den Film anschauen. Rein mit dir. Kannst du nicht wie alle anderen laufen? Ich mag es theatralisch. Kann ich rein? Irgendetwas stimmt hier nicht. Was? Was riecht hier so? Mein neues Aftershave. Ich rieche Essen. Essen ist nicht erlaubt. Aber... Das wird wehtun. Auf! Was ist passiert? War das wirklich nötig? Meine Snacks! Oh nein. Hab ich's doch gewusst. Ich bin stinkwütend. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ich kann's erklären. Echt jetzt? Was soll das denn? Dieses Spiel nervt. Aber ich brauche etwas Hilfe. Eine Mütze? Naja, besser als nichts. Oh, ich habe eine Idee. Ich verstecke die Süßigkeiten in der Mütze. Das ist echt clever. Alles in Position. Zweiter Versuch.
Hallo, liebenswerte Security. Willst du mich wieder austricksen? Nope, ich will nur den Film sehen. Okay, du kannst reingehen. Yes, das war einfach. Oh, eine Nachricht von Mandy? 30 Minuten? Ich sollte besser los. Die werde ich brauchen. Alles ist nass. Und ich auch. Mann, schau dir doch meine Haare und mein Make-up an. Oh, da draußen geht's aber wirklich ab. Gut, dass ich an meinen Regenschirm gedacht habe. Na, das ist nicht fair. Ach du meine Güte, was denn mit dir passiert? Ja, das Wetter hat alles ruiniert. Ja, dein Haar braucht ein bisschen Hilfe. Hey, warte mal. Oh, ich habe gerade eine tolle Idee. Schau, der Händetrockner da drüben. Halte deinen Kopf darunter. Das klappt auf jeden Fall, vertrau mir. So ist es gut, lass dein Haar trocknen. Oh, unglaublich, meine Haare sind wieder trocken. Ja, das habe ich dir doch gesagt. Oh, jetzt fühle ich mich viel besser. Ein ganz normaler Typ, der vor sich hin löst. Oder doch nicht? Wow, ich wollte den nicht kaputt machen. Wieder beißt einer ins Gras. Superkraft. Ich bin's wirklich leid, alles neu zu kaufen. Guten Morgen. Das war eine erholsame Nacht. Ich habe einen langen Tag vor mir. Aber gut für mich. Das Fertigmachen dauert nie sehr lange. So. Warum beschweren sich Leute, wenn sie ihr Bett machen müssen? Ich bin nicht in der Stimmung dafür. Ach Mann, das passiert immer. Puh, was soll ich heute anziehen? Das ist okay, denke ich. Oder bin ich in einer Schnösellaune? Ich denke, das ist es. Wow. Kann nicht ohne Frühstück in den Tag starten. Und eine heiße Tasse Kaffee. Der ist eiskalt. So geht das. Oh, sieht aus, als ob Ellie hier ist. Morgen, David. Oh, ist das Kaffee? Du bist der Beste. Hatte ich die nicht voll gemacht? Das ist Ellies Handschrift. Wir sollten besser los. Aber wir kommen zu spät. Ich wollte nur meinen Rucksack. Auch Monster, trocken im Auto. Hä? Ich liebe einfach einen guten Morgenlauf. Schau, David, das bist du. Sie ist so eine Spinnerin. Du willst ein Rennen? Na gut. Bis später, Trottel. Ich werde gewinnen, oder? Schön, dich hier zu treffen. Ich jetzt? Komm schon. Loser. Du bist ein Loser. Sieh dich im Unterricht. Wir alle haben unsere Stärken. Und Lip-Syncen ist meine. Ich liebe einen guten Streich. Ja, das wird definitiv klappen. Mann, mir ist so heiß. Bekomme ich einen von deinen Drinks? Ja klar, es gibt eine große Auswahl. Welchen nehme ich denn? Ach, den größten natürlich. Oh mein Gott.
total auf meinen Streich reingefallen. Der war auch ganz einfach zu machen. Zuerst habe ich ein bisschen Klebeband gebraucht. Und dann wurde es Zeit, die Becher anzukleben. Natürlich musste ich schauen, dass genug da sind, um das ganze Tape abzudecken. Und dann habe ich natürlich die Getränke eingefüllt. Ich wusste, dass der episch wird und das wurde er auch. Der große Becher in der Mitte war der Köder, damit du die größte Sauerei machst. Och, nicht zu fassen, dass du mir das angetan hast. Das werde ich dir definitiv heimzahlen. Ich liebe diesen Job. Ich lass meinen Charme spielen. Ups, da kommt Kundschaft. Hey. Ist das ein Lollipop? Willst du mich veräppeln? Kein Essen. Oh, das ist ernst gemeint? Aber der gehört mir. Gib ihn her. Nope. Gib ihn her. Nein. Lass los. Gib auf. Gib mir den Lollipop. Wie ist das möglich? Oh, meine Backen. Ich will meinen Lolli haben. Nein. Der gehört hier rein. Wie gemein. Brauchst du die hier? Ich habe meine eigenen dabei. Okay, dann rein mit dir. Danke. Sorry, Entschuldigung. Na, endlich. Ich glaube, meine Brille ist kaputt. Oh, ich Dummerchen. Die Brille ist ja zum Essen. Hä? Die ist echt lecker. Ich erkläre es dir. Nimm eine 3D-Brille und entferne die Linsen. Dann legst du blaue und rote Süßigkeiten in den Rahmen und erhitzt sie. So schmilzt du die Süßigkeiten. Verteil die Süßigkeiten, damit sie in den Rahmen passen. Wenn du fertig bist, lass sie trocknen. Viel Spaß beim Film. Ich bin also nicht verrückt. Wow, das ist großartig. Hast du noch eine über? Voll gut. Lecker. Ich habe so lange auf diesen Film gewartet. Hoffentlich ist er gut. Hm? Was ist das? Der Film spricht mich überhaupt nicht an. Das Böse und Gerechtigkeit schlafen nie. Au, er hat mich geboxt. So ein Bösewicht. Na endlich, die Beute ist zum Greifen nah. Alles, was in meinem Weg steht, ist dieser Safe. Aber ich kenne die Kombination. Yes, die Kombination war richtig. Jetzt steht mir nichts mehr im Weg. Oh mein Gott, sowas von schön. Hä, was war das? War nur Einbildung. Ich muss mich zusammenreißen. Was? Ist das ein Stromausfall? Das ist gar nicht gut. Bitte keine Monster oder Gespenster. Ich habe solche Angst. Ich will zu meiner Mami. Hey, pass mit dem Licht auf. Ah, nein, 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 jetzt gibt's Ärger. Wow, heute Nacht ist nichts los. Was für ein entspannter Arbeitstag. Hä? Wer ist da? Was willst du hier? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Es war so dunkel und so gruselig. Und ich war nicht allein. Die brauche ich jetzt. Die werden mich beschützen. Hinter Gitter werde ich in Sicherheit sein. Keine Dunkelheit mehr. Keine Fledermäuse mehr. Hat er sich wirklich gerade selbst festgenommen? Das ist mein neues Zuhause. Er sperrt sich echt in die Zelle ein? Abgeschlossen. Endlich bin ich in Sicherheit. Nice. An diese Arbeit könnte ich mich wirklich gewöhnen. Was habe ich verpasst? Was ist passiert? Der Film war echt gut. So viel Action und lustige Szenen. Hi, wir möchten den Film sehen. Echt? Kein Essen erlaubt? Steht auch auf den Schildern. Schade. Darf ich rein? Klar. Hi, Schatz. Sorry. Das wird echt tricky. Popeln. Wie verstecke ich den Kaugummi? Es muss einen Weg geben. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ich hab's. Ran an die Arbeit. Ich muss mich beeilen. Bin wieder wach. Hä? Wo bin ich? Was zum... Hey, du. Hier.
Nimm das. Hm. Okay, Teil 2 meines Plans. Ich muss das loswerden. Okay, das reicht. Puh. Oh, das will ich brauchen. Was soll das? Ich muss weg. Okay, lass dir nichts anmerken. Niemand ahnt etwas. Kann ich dir helfen? Honey, ich muss den Kinosaal putzen. Okay. Danke. Das ist ein toller Sitzplatz. Ich habe eine Belohnung verdient. Hey, gib mir meine Kleidung zurück. Sorry. Lust auf Kaugummi? Oh, den Film wollte ich sehen. Was habe ich verpasst? Das schmeckt gut. Ich muss dafür sorgen, dass meine Nägel gut aussehen. Oh, ich bin so müde. Ich hätte heute Morgen fast verschlafen. Oh, was ist denn das für ein Geruch? Kommt das von dir? Was? Von mir? Nö, das glaube ich nicht. Oh nee, das kommt von mir. Ich stinke. Hier, nimm mein Deo. Damit tun wir uns beide einen Gefallen. Oh Gott, danke. Du bist eine Lebensretterin. Das wird eine schöne Überraschung für sie. Ich habe einen Deo-Stick genommen und ihn ganz nach oben gedreht, damit ich das Deo rausnehmen konnte. Dann kam der Käse rein. Feta-Käse. Ich habe den Käse in Form geschnitten und in die Deo-Box gesteckt. Okay, hier ist es gut. Ich muss den Gestank aufhalten. Ew! Was ist denn mit dem Deo los? Jetzt hast du Käse in den Achseln. Besorg dir noch ein paar Croutons und du bist ein Salat. Oh, das ist ekelhaft. Mal wieder ein langweiliger Tag in der Schule. Hey, was machst du hier draußen? Du bist zu spät. Geh ins Klassenzimmer. Natürlich. Tut mir echt leid für die Verspätung. Ist sie weg? Ist die Luft endlich rein? Sieht so aus. Zeit für ein bisschen Camouflage. Ich benutze meine Gestaltwandlerkräfte. Tada! Warum ich selbst sein, weil ich jeder sein kann? In High Heels läuft man aber komisch. Okay, klasse. Ich bin zurück. Wow, ist das schwierig. Wieso tragen Mädels die nur? Hi, ich bin wieder zurück, wie ihr sehen könnt. Ist sie irgendwie seltsam oder bin das nur ich? Ah, viel besser. Hey, na, alles klar? Gefällt dir der Unterricht? Mal sehen. Heute könnten wir... Oh, ich hab's. Hui, seht mal, wie schnell ich bin. Jetzt nochmal hier entlang. Ich liebe Stühle mit Rollen. Was ist denn mit dir los? Irgendwie gruselig. Und ich bin wieder am Pult. Ha, gut gezielt. Ich habe eine Frage, Miss. Ich bin mit meinen Hausaufgaben fertig. Wird das heute benotet? Hausaufgaben? Das ist für Nerds. Hausaufgaben sind doof. Ich habe eine bessere Idee. Vergesst den ganzen Mathe-Kram. Ihr kriegt alle diese Note. Eine 1 mit Stern für die gesamte Klasse. Yes! Ein Moment, freut euch nicht zu früh. Die gesamte Klasse kriegt eine 1 mit Stern, nur du nicht. Aber meine Hausaufgaben... So, die Stunde ist vorbei. Los, raus mit euch. Bye, bye. Habt noch einen schönen Tag. Ich wäre ein guter Lehrer. Ich setze mich besser hin, bevor die Lehrerin wieder da ist. Also dann, Klasse. Entschuldigt die Verzögerung. Wo sind alle? Hi, ich habe mich an meinen Platz gesetzt, wie sie wollten. Oh, ich schlag mich bei diesem Spiel ziemlich gut. Hey, ich muss mal ins Bad. Ich komme gleich raus. Ah, oder sobald ich dieses Level geschafft habe. Okay, denk einfach an trockene Dinge, wie die Wüsten. Bist du bald fertig? Kannst du dich bitte beeilen? Das war's. Oh, ich wusste, dass du nur an deinem Handy rumspielst. Was machst du denn hier? Ah, guck weg. Verschwinde von hier. Geh raus. Mann, so unhöflich. Ich soll dir das heimzahlen. Hey, ich hab das. Ich werde sie dafür büßen lassen. Ich spann einfach ein bisschen Plastikfolie über die Toilettenschüssel. Ah, die wird sich wünschen, dass sie nicht ihre Kräfte benutzt hat, um bei mir reinzustürmen. Fertig. Jetzt bringe ich den Streich auf das ultimative Level. Dieser Schleim sieht so eklig aus. Der ist perfekt dafür. Ihr wird sowas von ausflippen? Okay, jetzt muss ich nur noch warten, bis sich der Schleim ein bisschen gesetzt hat. Ja, der hat sich gut verteilt. Oh, ich bin ein Genie. Uah, sogar ich finde das eklig und ich bin diejenige, die den Streich macht. Okay, Zeit, diesen Streich in die Wege zu leiten. Mann, du hast da drin so lange gebraucht. Ich bin kurz vorm Platzen. Tja, ich kann es kaum erwarten, sie schreien zu hören. Oh mein Gott! Ist das eklig!
Oh, mir wird total schlecht. Wie ist denn sowas möglich? Ich muss hier raus. Du hast die Toilette total ruiniert. Ist Ellie wieder beim Lernen eingeschlafen? Aber die Präsentation. Hä? Was ist passiert? Dieser blöde Alarm. Meine Präsentation. Komm schon, reiß dich zusammen, Mädchen. Das sollte doch okay sein, oder? Ich muss los. Warum auf den Bus warten, oder? Ich schreibe David besser eine SMS, dass ich auf dem Weg bin. Wer ist dieser Typ? Sorry, ich weiß. Keine SMS schreiben und rennen. Ah! Ich habe diesen riesigen Baum nicht gesehen, aber ich sehe ein paar Sterne. Oh, mir brummt der Schädel. Bin ich in der Schule? Ich kann mich nicht erinnern, hierher gekommen zu sein. Wahrscheinlich ein weiteres Geschwindigkeitsmissgeschick. Meine Zettel haben durch die Geschwindigkeit Feuer gefangen. Toll. Los, geh aus. Miesester Tag ever. Zu schade, dass ich das nicht per E-Mail schicken konnte. Kannst du das erklären, Ellie? Bitte, geh. Nur noch eine letzte Sache. Das ist schon viel besser. Geh, bevor ich den Direktor rufe. Dieser Monster heutzutage. Oh mein Gott, du hast mich erschreckt. Ich gehe dann mal. Oh nein, ich bin umzingelt. Zeit für eine Abreibung mit unseren Fingern. Schnipp, schnipp, schnipp. Na, gefällt dir das? Na, was willst du jetzt tun, kleiner Nerd? Du kannst absolut nichts dagegen tun. Halt, hört bitte auf, ich kann nicht mehr. Meine Wangen sind schon ganz rot. Was ist hier los? Hä? Wer ist das? Und was für ein Fummel hat sie da an? Ist bestimmt ein Cosplay-Nerd oder so ähnlich. Bro, du hast recht. Gibt es auf dieser Schule denn nur noch Nerds? Hilfe! Ihr zwei haltet euch wohl für lustig. Sorry, aber dein Outfit geht gar nicht. Ich lache mich schlapp. Okay, ich habe die Nase voll von euch. Bro, sie hat gelbe Haare. Ich weiß, Bro. Wie ein Papagei oder so. So ein Verhalten finde ich echt widerlich. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Naja, die Arbeit ruft. Das sieht klasse aus. Der Stift ist wasserfest. Viel Spaß beim Abwaschen. Jetzt zu dir. Dir sollte man auch einen neuen Look verpassen. Was ist das überhaupt für eine Sonnenbrille? Die Mütze erst. Die darfst du wieder aufziehen. Der Look steht dir besser. Soweit, so gut. Jetzt kommt der letzte Schliff. Yes. Die zwei Typen hatten einen Outfitwechsel bitter nötig. Hey, ich habe eine spitzen Idee. Ich brauche ein paar Leute. Yes, ein Publikum. Das wird den beiden eine Lehre sein. Jetzt noch eine ernste Heldenpose. Hey, Moment mal. Wieso ist es dunkel? Was ist das für Kleidung, Bro? Des Weiteren, stand ich eben nicht noch im Klassenzimmer? Ich war auf der Mädchentoilette. Was mache ich denn hier? Was ist hier passiert? Ist das etwa ihr Werk? Sieh mal die beiden da. Was haben die denn an? Nein, nein, nicht hinsehen. Die lachen mich voll aus. Das verletzt meine Gefühle. Netter Versuch, Kumpel. Kein Essen. Zieh wieder Leine. Hier entlang, Liebling. Das sieht nicht gut aus. Keine Widerrede. Essen mitbringen ist verboten. Gib mir das Essen oder geh heim. Das könnte zum Problem werden. Wie bringen wir unser Essen hinein? Lass uns reingehen, Mami. Mir ist öde. Ein Augenblick. Ich habe eine Idee. Zeit für eine neue Frisur, Liebling. Was machst du da, Mami? Der Donut wird der perfekte Haarschmuck. Wie das? Wart's ab. Ich ziehe deinen Zopf durch den Donut. Das kitzelt. Du siehst süß aus. Danke, Mami. Bereit? Viel Spaß beim Film.
Wow, Moment. Habt ihr Essen dabei? Essen? Nein, das würden wir nicht wagen. Okay, was ist mit dir, Kleiner? Hi. Ich weiß nicht. Okay, das ist wohl nur Haarschmuck. Ihr könnt reingehen. Wir sitzen hier. Okay, Liebling? Ja, Mami? Zeit für unsere Snacks. Nicht bewegen. Unfassbar, dass das geklappt hat. Meine Haare, Mami. Hey, nicht so laut. Ist das, Liebling? Lecker. Hey, was schaust du denn da an? Oh, der ist so traumhaft und süß. Oh, nee, danke. Mal sehen, wo ist denn die Schüssel, die ich brauche? Oh Mann, hast du mich erschreckt. Dein Verknalltsein ist außer Kontrolle. Er ist so traumhaft. Wir wären fabelhaft, wenn er mich nur sehen könnte. Knutschis, oh, du bist so süß. Oh, was zur Hölle, Mann, ich sitze hier. Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem wir uns küssen. Boah, die ist außer Kontrolle. Das bedeutet, es wird Zeit, ihr eine Lektion zu erteilen. Toilettenstreiche sind die besten und dieser wird genial. Alles, was ich brauche, ist dieser Lippenstift. Okay, ich zeichne ein paar Lippen auf meine Hand, etwa so. Und dann muss ich darauf achten, dass die Lippen vollständig ausgefüllt sind. Dann ist es Zeit zum Küssen. Ja, die Klobrille küssen. Das war's schon. Oh, das sieht so echt aus. Das sollte reichen. Hey, du musst schnell herkommen. Ich möchte so gerne jeden Zentimeter seines Gesichts küssen. Hey, kannst du das hier erklären? Was? Was ist denn das? Wir hatten die Klobrille geküsst. Ja, nach diesem Foto zu urteilen, warst du es. Lächeln! Oh! Nein, 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 das war ich nicht. Schau doch, wie gut du auf diesem Foto aussiehst. Das hat ein Kotz-Emoji bekommen. Oh, dafür wirst du bezahlen. Oktopusse haben zu viele Arme. Nein, nicht umarmen. Nein, ich will nicht aufstehen. Ich will ausschlafen. Aber es hilft nichts. Die Welt retten? Echt jetzt? Kann das nicht etwas warten? Als Superheld bleibt mir wohl keine andere Wahl. Das Kostüm sitzt. Dann kann's losgehen. Wo werde ich gebraucht? Oh nein, das Badezimmer. Das nächste Mal sollte ich aufs Klo gehen, bevor ich das Kostüm trage. In Position bringen und... was für eine Erleichterung. Oh, wow. Lalalala. Okay, ich tue einfach so, als hätte ich nichts gesehen. Upsi. Puh, das ist schon viel besser. Jetzt kann ich die Welt retten. Hey, gut siehst du aus, Kumpel. Okay, der Tag kann beginnen. Ich fühle mich gut und sehe gut aus. Oh yeah. Moment, was war das? Klopapier? Weg damit. Ich bin dann mal weg. Dieses Meme versucht es zu sehr. Nicht cool. Hey, was machst du denn da drüben? Ja, wonach sieht's denn aus? Ich trainiere. Hä, im Ernst? Seit wann interessierst du dich denn für Fitness? Was zur Hölle? Wann hast du denn so tolle Bauchmuskeln bekommen? Oh, ich will auch einen coolen Sixpack. Ja, aber alles, was ich habe, ist Schwabbel. Okay, ich werde einfach super hart trainieren. Ha, sie nutzt ihre Kräfte, um noch härter zu trainieren. Das klappt so gut, wie ich es geplant habe. Oh Mann, habe ich einen Hunger. Ich esse mal einen Snack. Diese Schokolade ist köstlich. Warte mal, was zum Teufel? Du hast ja gar keine Bauchmuskeln. Schau, wie hart ich trainiert habe. Ach. Erwischt. Keine Panik. Hier ist ein Trostpreis. Naja, okay. Ich meine, ich habe das auch verdient. Wenn ich sie jetzt noch aufbekommen könnte... Das Popcorn ist so schön bunt. Bereit? Hi. Oh, Schatz, ich will mir Snacks kaufen. Ich will alles haben. Das brauchst du nicht, glaub mir. Ihr wollt also nichts kaufen? Nope, lass uns gehen. Wow, er ist kein Gentleman. Wir müssen erst unsere Tickets vorzeigen, oder? Wo ist der Kerl? Hallo? Echt seltsam. Ah, von wo bist du denn aufgetaucht? Das ist unwichtig. Habt ihr Essen dabei? Nein.
Ihr habt aber Limo. Die ist auch verboten. Lies mal die Schilder. Gib das her. Sorry, Schatz. Alles gut. Okay, ihr könnt rein. Nun geh schon rein. Das sind unsere Plätze. Ich bin sauer auf dich. Nicht doch. Alles ist unter Kontrolle. Ein T-Shirt? Nicht ganz. Oh, das ist süß. Das ist es. Das sind Süßigkeiten. Für dich, Liebling. Wie romantisch. Manchmal schon, ja? Bin ich froh, dass endlich Mittagspause ist. Und ich habe mir einen super leckeren Salat gemacht. Wow, der sieht so köstlich aus. Ellie war wirklich ziemlich hungrig. Und jetzt ist er alle. Aber ich habe immer noch Hunger. Schau, was diese Mädchen essen. Sie genießen wirklich ihr Essen. Ich muss mir davon etwas besorgen. Jetzt ist Showtime. Es würde ihn nichts ausmachen, wenn ich an meine Pommes schnappe. Mann, ist sie gut. Und ein kleiner Bissen von diesem Burger. Sie wird es gar nicht bemerken. Mann, ist das ein Volltreffer oder was? Ich lasse niemanden mit leeren Händen zurück. Oh. Was mache ich hier? Wo ist all unser Essen hin? Ups, hier ist etwas Unordnung. Hey, wo ist jetzt? Ich habe Hühnchen mitgebracht. Könnte ein wenig Hitze vertragen. Ich muss aufpassen, dass es gut durch ist. Perfekt. Wer würde sie nicht so frisch haben wollen? Nur noch eins. Er hat so viele. Zeit für den ersten Bissen. Ich darf doch, oder? Oh, lecker. So befriedigend. Aber ich könnte noch mehr vertragen. Was? Wo ist das ganze Hühnchen hin? Ellie? Vergibst du mir? Mein Haar sieht heute toll aus. Ich brauche definitiv ein paar Selfies. Selfies, lass mich mitmachen. Lieber nicht. Nichts für ungut, aber du siehst schrecklich auf Fotos aus. Was? Boah, das ist gemein. Und ich glaube nicht, dass ich das tue. Oh. Oder wie wär's mit... Yikes. Na und? Wen kümmert's, ob ich albern aussehe? Ich kann nicht glauben, dass sie mich aus den Fotos rausgeschmissen hat. Aber weißt du was? Das bringt mich auf eine gute Idee. Hä? Was war das? Hat sich die Pflanze bewegt? Ah, das habe ich mir wohl nur eingebildet. Psst. Was? Huh. Ich höre Dinge. Ich habe kein Gesicht. Ah, oh mein Gott. Hilfe, Hilfe, das ist ein Monster. Aber nicht einer meiner Freunde.